Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde nicht Survival Games, sondern Halt in Sieg. Richtig, und heute spielen wir wieder mit dem guten alten Haki. Hallo. Und meiner Wenigkeit. Ja. Oh, es fängt an. Oh, ich weiß mal nicht, wie das Spiel funktioniert. You are a bookshelf block, oh mein Gott. You are a lock block. Ich weiß halt wirklich nicht, überhaupt nicht, was ich machen soll. Wir müssen uns jetzt, glaube ich, irgendwie irgendwo hinstellen, wo wir nicht auffallen. Das ist Hide and Seek. Ich bin jetzt ein Heider. Bist du ein Seeker? Nee, oder? Ich bin nach auch ein Heider. Ja, okay. Ich weiß auch überhaupt nicht, wo ich mich hinstellen soll. Und okay, ich hab gefunden, wo ich mich verstecken könnte. Ja, ich hab mich jetzt auch gefunden. Ich bin... Muss ich mich da im Block setzen oder wie läuft das? Oder einfach sich da hinstellen? Ich glaube, du musst dich einfach da hinstellen. Ja, ich hab mich jetzt hier hingestellt. Ich weiß zwar nicht, wie ich aussehe, aber in Ordnung. Und jetzt sucht der Seeker mich einfach? Ja, denke ich mal. Muss jemand antatschen? Ich glaube, der Seeker kommt jetzt und sucht jetzt die Leute, die sich als Blöcke verkleidet haben und killt die dann. Und wenn du getötet worden bist, dann bist du auch ein Seeker. Und woher weiß ich, wie ich aussehe? Ja, das stand da gerade im Chat. Ich bin jetzt ein Bookshelf. Bookshelf. Ah, ja, ich glaube, ich bin einfach so ein normales Stück Holz. Toll. Und bin beim Bücherregal. Ja, super Game. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich... Ja, das ist sehr interessant. Ja, also wirklich, man muss sagen, es ist schon interessant hier, wenn man sich einfach... Oh, da ist ein Holzblock, bist du das? Ich bewege mich nicht, Da ist gerade ein Holzblock, so, jetzt geht er wieder runter, jetzt haut er ab. Ja, das habe ich auch gesehen, aber das war nicht ich. Ich glaube, wir sind... Bist du selben Raum? Wir sind exakt dem gleichen gefallen. Ey, das ist echt... Ja, dann weißt du Bescheid, wenn wir gleich gefunden werden. Ja, das Geile ist ja natürlich, das war Zufall. What? Oh, ich hab ein Schwert bekommen. Wofür brauchen wir denn hier ein Schwert? Ja, falls der Seeker kommt, du kannst dich natürlich verteidigen. Das einzige Mal, wo ich Hide and Seek gesehen habe, war bei The Kedo Zone. Und da war er Seeker gewesen, aber naja, egal. Ich kenne mich hier überhaupt nicht mit aus mit diesem Spiel. Ja, ich auch nicht. Ich spiele das zum ersten Mal. Also deswegen, Blind hier, liebe Freunde, ist exklusiv nur auf GPU 2012 und... auf Sergeant Plempel. Link in der Beschreibung. Checkt den Kanal mal aus und lasst einen Kommentar und ein Like und vielleicht ein Abo bei ihm. Und ja, so. Yay, ich würde mich freuen. Alter, wie viele Leute gehen drauf? Weißt du, was das heißt? Das heißt einfach nur, dass wir die perfekte Position gefunden haben, dass einfach niemand uns finden kann hier. Das glaube ich nicht. Es liegt einfach daran, dass wir Skill haben. Ja. Aber ich hatte auch irgendwo mal gehört, dass meistens die Verstecker sich. Dass die Verstecker meistens gewinnen. Ja, die Seeker, ja. Ich glaube, weil du musst auch mal gucken, wie groß die Welt ist. Ja, und okay, für die Seeker ist es natürlich schwieriger, aber je mehr Seeker, desto einfacher, ne? Ja, oh, da ist einer, da ist ein Seeker. Ah, töte ihn, Berkan. Ich komme. Ich bin tot. Ich töte ihn. Nein. Ich hab ihn getötet. Yay, ich bin Seeker. Ich hab ihn getötet, ne? Ja, er wurde gerade bei mir geboren. Ja, ich hab ihn getötet. Oh mein Gott. Ja, und was muss ich jetzt hier machen? Ach, das Skill hier, wow. Ah, please wait, ja. You are now a solid bookshelf block. Ja. Ach so, das kann echt, nein, du killst mich nicht. Oh, da ist wieder ein neuer und der hat ein Diamantschwert, das ist nicht gut. Scheiß, ja, so viel dazu. Ja, okay, jetzt bin ich auch ein Seeker. Und so, dann suche ich dich mal, Moment. Jetzt sehen wir uns ja. Wie komme ich denn hier raus? Ja, da steht wait. Du musst erst mal ein paar Sekundchen warten. Ah, okay. Bist du das? Nein, das bist du nicht. Wo bist okay. du? Okay, hinter dir. Hi. Ah, hinter. Hallo. So. Ach, wir haben eine Rüstung. Jetzt suchen wir mal gemeinsam. Ja. Nee, da steht noch rechts. Es ist nur 90 Sekunden. Und es gibt noch 10 Heilers und 12 Seekers. Oh. Ja, lass einfach mal ein paar Bücherregale schlagen. Wer gewinnt eigentlich? Derjenige, der mehr Leute hat, oder? What? Nee, Alter! Heiders gewinnt immer, außer wenn die Seekers alle gefunden haben. Was sind das für Geräusche? Das weiß ich leider nicht. Ach so, 90 seconds until Heiders win. Oh. Das müssen wir verhindern. Einfach
einfach überall rausgeladen, ne? Ja, was ist dieses Geräusch? Immer, ich weiß es nicht, ich höre es auch. Immer wenn ich irgendwas schlage, kommt das. Ach, oh, ich habe einen gefunden, ich habe einen gefunden. Das Geräusch sagt wahrscheinlich, das ist falsch. Hä? Wo man draufschlägt. Ey, da unten ist einer. Ja, der ist ein komischer Block, ist das. Total der Hässlon. Habe ich den getötet? Ich glaube. Ja, doch. Ja, 6. You gain. Doch, ja. You gain 20 points for. Lol, ich habe sogar 2 getötet. Alter, was. Wie gehe ich denn ab? Ja, du. Das ist einfach immer so. Immer wenn wir aufnehmen, hast du einfach immer den Skill. Ja, guck, you gain 20 points for killing bla 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 und. Ich gehe ab. Einfach. Ja, ich habe gar nichts bekommen. Ich glaube, ich habe sogar 3 Leute gekillt. Alter. Na ja, komm, prall du ruhig mal weiter. Ja, dann. Ich habe sogar als Heide eingekillt. Oh, 4 Sekunden. Oh, okay, wir haben verloren. Naja. Ey, ja, das Geräusch war geil. Es ist, finde ich, auch etwas fragwürdig, ob Hide and Seek für Let's Play Together angemessen ist. Es ist natürlich lustig, aber. Ich find's witzig. Finde so. Ja, aber Hunger Games hat, finde ich, etwas mehr Action. Ja, ist klar, aber das war jetzt auch nur als Ausweichmöglichkeit, weil wir es irgendwie nicht geschafft haben, zusammen auf einen Server zu joinen. Von daher. Ja, das ist das einzige Negative an diesem Server hier. Es ist echt teilweise echt schwer, auf den Server zu kommen. Und das Problem ist, man kann sich hier Premium-Accounts kaufen, die allerdings total überteuert sind. Und dann kann man auch einen vollen Raum joinen, dann wird einer automatisch gekickt, der halt kein Premium ist. Ja. Das kann man einerseits natürlich verstehen, jeder will natürlich Geld machen, andererseits, das ist halt doof. Für Menschen wie mich. Ja, das lassen wir mal so im Raum stehen. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen, hinterlasst Kommentare, Kritik und Bewertungen. Und ja, dann würde ich sagen, das war's von unserer kurz kleinen Runde Hide and Seek. Lasst eure Meinung da. Ja, lasst eure Meinung da und dann sehen wir uns wieder. Ciao. Tschüss.